Challenges. Als ich meinem Vater sagte, dass ich ihn lieb hatte, da wurde mein ganzes Leben anders. Wisst ihr, was auch warum ist? Ich habe 15 Jahre lang Menschen beschützt, Veranstaltungen abgesichert und was weiß ich was alles. Aber als ich eines Tages durch die Straßen fuhr und meinen besoffenen Vater sah, da war in meinem Herzen, der stirbt bald, mach Frieden mit ihm. Ach, ich wusste nicht, wo er Frieden macht. Eines Nachts habe ich geträumt, dass mein Vater weggestorben ist. Und da bin ich zu ihm hin, zu meinem Papa in diese Kneipe in Zimmer Nummer 5 und habe ihm das gesagt, was ich ihm eigentlich ein Leben lang sagen wollte und mich nicht traute. Es war die größte Mauer in meinem Leben. Zu sagen, Papa, ich habe dich lieb, vergib du mir bitte. Ja, das ist die Wahrheit, Leute. Hört mir gut zu. So.